Basis der Programmierung ist natürlich letztendlich der Computer. Wir arbeiten mit dem Computer, um Programme in den Computer einzugeben, und wir arbeiten mit dem Computer, um diese Programme dann auszuführen. Was ist ein Computer? Ein Computer ist ein Gerät zur automatischen Verarbeitung von Daten. Computer setzen sich aus zwei Teilen, aus zwei Komponenten zusammen, nämlich der Hardware und der Software. Und der Hardware versteht man dabei die physikalischen Geräte. Das ist der eigentliche Computer, die zentrale Einheit, plus periphere Geräte wie Drucker und so weiter. Und unter Software verstehen wir Programme oder Hilfsprogramme, die dann auf der Hardware laufen. Und darunter zählen ja auch die Programme, die wir selbst erstellen. Die Arbeitsweise eines Computers lässt sich folgendermaßen skizzieren. Hier ist der Computer und hier ist mein Programm, was dem Computer sagt, was er zu tun hat. Und es werden Eingaben erwartet vom Benutzer über die Tastatur und Ausgaben produziert, beispielsweise auf dem Bildschirm. Hier mal am Beispiel ist der Computer. Hier ist mal ein Algorithmus für das Beispiel, was wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Lies eine Zahl ein, addiere alle natürlichen Zahlen von 1 bis zur eingegebenen Zahl und gibt das Ergebnis aus. Wenn dieses Programm ausgeführt wird, wird der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben. Lies eine Zahl ein. Wenn dies die Zahl 5 ist, wird anschließend der Algorithmus ausgeführt. Es werden die Zahlen von 1 bis 5 berechnet. Die Summe ergibt 15. Und dieses Ergebnis wird dann als Ausgabe beispielsweise auf dem Bildschirm ausgegeben. So funktionieren generell Computer. Schauen wir uns etwas genauer die Hardware an. Heutzutage sind Computer im Allgemeinen nach der sogenannten von Neumann Rechnerarchitektur aufgebaut und bestehen aus folgenden Komponenten: einem Eingabewerk zur Verarbeitung von Eingaben, einem Ausgabewerk zur Verarbeitung von Ausgaben. Dann gibt es den Speicher, in dem Programme und Daten gespeichert werden, ein Rechenwerk, das die eigentlichen Operationen ausführt, und ein Steuerwerk, das das Zusammenspiel der anderen Komponenten koordiniert. Gehen wir genauer auf das Rechenwerk ein. Wodurch ist ein Rechenwerk in von Neumann-Rechnern charakterisiert? Es gibt Befehle, wobei aufeinanderfolgende Befehle in aufeinanderfolgenden Zellen, sogenannten Zellen, liegen. Wenn ein Programm jetzt ausgeführt wird, wird das durch das Steuerwerk gesteuert, und es erfolgt ein im Allgemeinen sequenzieller Zugriff über die sogenannte Befehlsadresse auf die einzelnen Befehle. Was können das jetzt aber für Befehle sein? Bei den Befehlen, die das Rechenwerk versteht, kann es sich um arithmetische Befehle handeln, wie Addition, Multiplikation. Es gibt aber auch sogenannte logische Befehle, wie die Negation, die Verknüpfung mit und, die Konjunktion, die Disjunktion, die Verknüpfung mit oder auch Vergleichsoperationen, ist 1 kleiner als 3 und so weiter. Es gibt Sprungbefehle. Mithilfe solcher Sprungbefehle lässt sich diese eher sequenzartige Ausführung natürlich verändern. Es gibt Transportbefehle, Schiebeoperationen und Ein- und Ausgabebefehle. Der Speicher. Wie ist der Speicher in von Neumann-Rechnern aufgebaut? Zunächst lässt sich feststellen, dass im Speicher sowohl die Programme gespeichert werden, also die ausführbaren Programme, als auch Daten, insbesondere Zwischendaten, die berechnet werden bei der Ausführung von Programmen. Ein Speicher ist folgendermaßen, oder für einen Speicher kann man sagen, dass ein Speicher binär aufgebaut ist. Das heißt, einzelne Speicherelemente, man nennt sie auch Bit, sind so gekennzeichnet, dass sie zwei Werte speichern können. Man sagt das ja auch dann im Allgemeinen, sie können speichern eine 0 oder eine 1. Es lassen sich in dem Sinne zwei Zustände mit dem kleinsten Speicherelement, einem Bit, darstellen. Bits werden dann zu größeren Einheiten zusammengefügt. Ein Byte besteht aus 8 Bit. Damit lassen sich also mit einem Byte 2 hoch 8 Zustände repräsentieren. Man nennt ein Byte auch eine Speicherzelle.
Und wiederum zusammengefasst lassen sich Worte definieren als Einheiten aus 4 oder 8 Speicherzellen. Ist damit halt möglich, 2 hoch 32 oder 2 hoch 64 Wertezustände zu repräsentieren, also mit einem Wort.